Einen schönen guten Morgen, meine Freunde. Ich bin auch total müde und heute ist Dienstag und die Stardew Valley Fair ist da. Guten Morgen, Liebling. Ich habe diese in einen kleinen Topf draußen gepflanzt. Ich hoffe, sie schmecken dir. Oh ja. Und wie sie mir schmecken werden. So, jetzt schauen wir hier erstmal. Da ist ein gealterter Goat Cheese. Lecker, meine Freunde. Gut, freut mich. So, jetzt schauen wir mal, wie denn der Rest weitergeht. Denn wir müssen heute wirklich zur Stardew Fair. Ich würde sagen, die Battery Packs nehmen wir auch mal mit. Die lagern wir zwar nicht ein, denn wir müssen jetzt wirklich schauen, was bringen wir heute zur Stardew Fair mit. Also so ein Trüffel auf jeden Fall, weil immerhin sieht man ja, die haben so ein schönes, schönen Stardrop als Qualität. Und ja, ihr wisst ja, Stardrops sind die beste Qualität aller Qualitantitäten. Warum muss ich Wörter immer misshandeln? So, Blackberries haben wir auch sehr gute dabei, von denen jetzt nicht so. Schauen wir mal, wie der Rest läuft. Natürlich erstmal auch den guten Morgen, Avinia. Du bist natürlich unsere kleine, aber feine Entdeckerin. Tja, auf mit dir in die große, weite, weite Welt. So, Fabi ist natürlich auch an der Stelle. Ein kleines Gaistone. Du bist ja gar kein Tier, sondern du bist ja Jack-o'-Lantern. Also ich hätte ja gestern gedacht, dass irgendeiner auf den Folgentitel eingeht, also in den Kommentaren. Weil gestern, also in der gestrigen Folge, da hieß es hier, Our Man Jack is King of the Pumpkin Patch. Hat mich echt gewundert, dass niemand drauf eingegangen ist, weil man dazu sagen muss, ja, das ist ja eigentlich ein sehr berühmtes Songzitat ist. Ja, kann man so sagen. Denn wer kennt es nämlich nicht? Lisa produziert. Ich will doch gar nicht an Lisa ran. Ich will doch. Da, geh mal weg. Missy hat keine Milch zur Zeit. Ah, alles klar. Gut, kann ja auch mal passieren. Schärchen haben wir nichts, aber deswegen schieben wir das kleine Ding da einfach mal rein. Nein, es ist wieder rausgekommen. Nein! So, Stardew Valley Fair. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Also nur ein bisschen. Ich muss nämlich auch überlegen, okay, wir haben eine Goat Cheese, wir haben das, wir haben dies, wir haben das. Was brauchen wir noch alles? Ja, es ist so ein bisschen schwierig. Weil letztes Jahr hatten wir uns ja wirklich lange, lange Zeit vorher Gedanken darüber gemacht, was wir mitnehmen. Ja, und dieses Jahr hat der Liam sich halt überhaupt keine Gedanken gemacht, weil er gedacht hat, ach, wird schon. Naja, es wird bestimmt auch schon. Ich meine ja nur. So, wir haben keinen Platz mehr frei. Das heißt, doch erstmal weglaufen. Und unser scheiß Inventar mal wieder ausmüllen. Gott, krieg ich das Kotzen bei so einer Kacke. Hä? Also, gut, tun wir erstmal. Ja, wir haben die Small Windows, können wir da rein tun, den Coffee Table. Die anderen Small Windows haben wir schon mal ein paar mehr frei. Ja, und jetzt geht's erstmal ins Häusli. Nämlich den Käse unten wieder reinwerfen, in der Hoffnung, dass besserer Käse draus wird. Und ich weiß nicht, ob die sich einfach nur um eins steigern. Also praktisch einfach nur, wie ihr seht, dass die jetzt golden werden. Ne, die sind ja golden. Also praktisch, wie die sich verbessern, das weiß ich halt nicht. Das würde mich halt echt interessieren. Und ihr seht, die Stardew Valley Fair ist fertig. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell dahinter noch ein bisschen was aus dem, ja, aus diesem Gewächshaus rausholen. Gewächshaus, genau. Oh, stimmt ja, hier habe ich ein bisschen umgestellt. Brauche aber auch noch einen anderen Karton, wollte ich gerade sagen. Dann brauche ich aber auch noch ein bisschen was anderes. 9 Stück brauchen wir, ne? So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ja, 9. Gut, haben wir unseren Kram. Passt perfekt. So, jetzt müssen wir nämlich noch schnell gucken, dass wir den Hühnchen heute doch mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Die habe ich ja die letzten Tage ignoriert. Nein, habe ich natürlich nicht, meine Freunde, sondern einfach nur, ihr seht ja, hier drin liegt so viel Kram rum. Den müssen wir natürlich erstmal ranschaffen. So, du gehst mal dahin. Du gehst mal dahin. Das heißt, ich habe 2 Platz frei und dann nehme ich dich auch mit. Ah.
So. Oh, jetzt geht das wieder los. Ich sag ja, also. Nein. Nein. Mehr Inventar für Liam. Können wir das einfach mitnehmen? Perfekt. Jo, das heißt Spiceberry. Weg damit. Jetzt müssen wir das andere Tierchen noch scheren und dann können wir los. Blöki. So, Blöki. Hä? Wo ist unser anderes Schaf? Schäfchen? Schäfchen? Ach, okay. Und ich habe langsam irgendwie das Gefühl, dass wir hier vielleicht ein bisschen was verstellen sollten, weil ich glaube, die Tiere kommen hier nicht unbedingt weg. Außer natürlich die Hühnchen. Aber ihr wisst ja, die Hühnchen, die kommen überall weg. Denn die Hühnchen sind Monster aus einer anderen Dimension. Vor allem meine Hühnchen sind Monster aus einer anderen Dimension. Ja, Vinja, ja, Wada. Und ja, liebe anderen Hühnchen, ich habe eure wahre Seite erkannt. Ich weiß, wer ihr seid. So. Die Stardew Valley Fair. Guten Morgen. Schauen wir erstmal nach. Aha. Fedora. Ach, stimmt, den habe ich ja letztes Jahr. Die Redrum and Tridesun. Wir haben eigentlich alles von hier. Ja, wir haben alles von hier. Das heißt, hier brauchen wir nicht zusätzlich noch was. Deswegen reden wir erstmal wieder alle Leute an. Guten Morgen. Geräuchertes Turkey Sandwich. Ich glaube, dieses Festival ist noch nicht mal so schlecht. Oh, ich wünschte, Gas würde eine vegetarische Option beinhalten. Vielleicht ein paar Zucchini-Snackers? Möglich. Ist so viel, du kannst, mein Freund. Es ist alles frei heute. Und natürlich musst du dich bei Mayor Luz bedanken. Oh. Und ja, nimm doch ein bisschen von meiner geheimen Soße. Oh, ich versuche, dass Gas mir unbedingt sein Soßenrezept erzählt. Aber er will nicht brechen. Also. Oh, diese Barbecue-Soße ist der Hammer. Oh Mann, Alter, ich kann einfach nicht mehr davon essen. Oh, ich bin so satt. Ja, doch, glaube ich dir. Ich meine, der Gast macht schon heftige Sachen, ne? Der Mayor Luz. Ah, willkommen, Liam. Es ist der große Tag. Unser wichtigstes Festival im ganzen Jahr. Der Stardew Valley Jahrmarkt. Ja, genau. Wenn du natürlich zeigen möchtest, was du so kannst, habe ich ein Cringe-Display für dich vorbereitet. Du darfst da gerne alles reinwerfen, denn ich... Bist du stark genug? Ja, schlag den Stein! No. No. Hey. Hallo? Gott. Ja, und guck mal, wir kriegen dafür jetzt ein Stardew, also einen von diesen Token, ne? Oi. Viel zu getrieben. Ah, oh, Pierre interessiert sich viel zu sehr über seine verdammten Cringe-Displays. Er hat den ganzen Tag hier sein Zeug aufgebaut und schaut auf die anderen auch an und... er tut sich einfach seine Woche darauf vorbereiten. Aber, naja, gutes Glück, wenn du anfängst. Also, mein Shop beinhaltet die besten, feinsten und qualitativ hochwertigsten Produkte im ganzen Valley. Schau dir doch mal mein Display an, sehr genau, ja? So, naja, der Goat Cheese, der Trüffel, der Blackberry. Eine Goat Milk, ein Diamond, noch einen goldenen davon, noch einen goldenen davon, eine Aprikose und der da. Ich denke mal, das
sollte doch ganz gut aussehen. So, guten Morgen, Mani. Ah, ich habe mein Bestes versucht. Aber mit im Vergleich zu Gast sieht's irgendwie sehr schlecht aus. Aber vielleicht werden die Chats mir ja einen Bonus geben, also die Richter einen Bonus geben für mein riesiges Käserad. Und die Tatsache, weil Lucy in dich verliebt ist. Oder andersrum? Ich weiß nicht. Hey, Liam. Stellst du auch so ein Grange-Display auf, ja? Es ist deine Chance, den ganzen Leuten zu zeigen, was Hollow's Edge so alles produziert. Wow, das ist das größte Käserad, was ich jemals gesehen habe. Wirklich beeindruckend. Ja, gut. So. Ich hab das Rad des Glücks 10-mal hintereinander gewonnen. Jetzt lässt der Mann mich nicht weiterspielen. Was? Was? Nein. Orange. Hey, we can do this. Jetzt sind's grün. Letztes Jahr war es ja irgendwie immer grün. Ja klar wird's grün. Sag ich ja, you lose. Es wurde letztes Jahr immer grün. Ah, eine wirklich toll aussehende Stadt. Sehr ruhig, sehr toll und naja. Wirklich, ihr kommt wie eine Community rüber. Ja, das höre ich öfters. Hallo, Abigail? Ich habe jetzt schon alle Games kaputt gemacht. Also ich habe sie natürlich geschlagen und was jetzt? Oh, es war so eine lange Reise hierher, aber es war es wirklich, wirklich wert, denn der Valley ist so wunderschön und so toll, Simon liebt es. Tust du das etwa nicht, Simon? Was sagt Simon dazu? Ich will ein Eis haben! Warst du schon beim beim Wahrsager? Sie hat ihren Stand in der Nähe des Friedhofs aufgestellt. Ich habe sie schon gesehen und sie sagte mir interessante Sachen, Giggle. Ich habe das Stärkespiel gespielt. So oft, dass meine Arme sich anfühlen wie Gummi. Oh ja, gut. Ja, du solltest dich besser beeilen, Kid, bevor die alte Pam hier alles wegfischt, was es gibt. Okay. Du weißt doch, ich hätte bestimmt einen super tollen Clown abgegeben. Ich glaube, ich habe meine Chance einfach verpasst. Es sieht nicht wirklich glücklich aus. Ich glaube, Bürgermeister Lewis musste die Kosten für das Budget des Clowns ein wenig einschnüren dieses Jahr. Ich warte darauf, dass dieser Clown anfängt, etwas Lustiges zu tun. Ich glaube, ich sollte ihm mit einem paar Military Combat Skills einfach mal die rote Nase von der Fresse hauen. Ja, sollte ich das? Das ist wirklich nicht beeindruckend. Der Clown sieht nicht so aus, hätte der Lust. So. Was sagt Robin? Ah, ja, wie jedes Jahr sage ich dir einfach mal, dass die Holzbearbeitung eine uralte Tradition ist und ich wirklich stolz drauf bin, dass ich es so tue. Ich habe alle von Robins Techniken letztes Jahr genannt. Aber sie ist immer einen Schritt voraus. Ja, Baby, das kann ich mir vorstellen, weil Robin ist halt ein Carpenter, ne? Clints Klingen werden jedes Jahr auch schärfer. Aber auch so die Preise. Yo, Clint, was hast du denn dazu zu sagen? Ich beschwere mich manchmal über meinen Job, aber ich tue es natürlich wirklich mit Stolz und Freude. Das hier sind einige der besten und, naja, teuersten meiner Sammlung. So, jetzt mal den Emrasmodius Zauberer fragen. Emrasmodius Zauberer. Velvic und ich kennen uns schon eine sehr, sehr lange Zeit. Sie ist eine beeindruckende Zaubererin und eine gute Freundin. Dieser Clown, ich kenne ihn von irgendwoher. War es in der Schule der Illusionen? Oder vielleicht doch der Karneval der Geheimnisse? Oh, jetzt weiß ich also, was für ein Typ Zauberer du bist. Ah ja, meine Kristallkugel wirbelt voller Visionen deiner Zukunft, Kleine.
Möchtest du dein Schicksal lesen? Oh, ich sehe dich in einem Raum. Du hast eine Unterhaltung mit einer Frau. Oh, es ist Pam. Ihr scheint gute Freunde zu sein. Nun sehe ich dich und Lea in einem leicht gedimmten Raum. Ihr schaut ernst, aber nicht unglücklich. Irgendetwas sehr, sehr Wichtiges muss passieren. Oh, die Kristallkugel macht einfach weiter. Ah, you're in combat. Du bist im Kampf. Das sind einige wirklich sehr, sehr schreckliche Dinge, die dich zu Boden drücken wollen in der Dunkelheit. Aber du scheinst bereit zu sein, dich diesen Wesen zu stellen. Ah, die Kristallkugel geht aus. Das ist alles, was ich für dich tun kann, Junge. Okay, und wir sollen uns auf jeden Fall nicht zu sehr darauf verlassen, denn nichts ist in Stein gemeißelt. Und was mir gerade so auffällt, als diese gute Dame von unserer Frau spricht, wo ist unser Baby heute? Wir haben doch gestern ein Kind bekommen. Die Selina, wo ist mein Baby? Okay, die rauchen? Ah, es ist ein bisschen hektisch heute, aber ich werde hier einfach ein bisschen rumhängen für eine ganze Zeit. Oh, hey Liam, hast du eine gute Zeit? Das Steinschleuderzelt ist echt lustig. Du solltest vielleicht da hingehen, wenn du wirklich gut bist. All diese Tiere werden freundlich und liebevoll massiert. Danke. Oh, eine Henne hat mich in den kleinen Finger gepickt. Und nur ein paar Schritte weiter erzählt Grillgas. Ja, Schweinerippchen. Ich muss ein paar Soul Churches tun. Aha, aha, aha. So, und er ist natürlich der Letzte in der Reihe. Oh, diese Tiere, weißt du, die würden Menschen niemals nach ihrem Aussehen bewerten. Das Gleiche kann ich aber nicht über Menschen sagen. Jo, da hast du leider recht. Wir werden uns halt auch gar nicht so viel hier, naja, sagen wir einfach mal, rumdrücken, denn wir haben letztes Jahr schon hier alles gemacht, was man machen konnte. Wir können natürlich... Nein. Wir können natürlich einfach mal das Slingshot-Zelt gehen. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, nicht so intensiv gemacht. Wobei ich auch gar nicht weiß, wie das geht. Oh. Ach ja. Stimmt ja. Da war wieder was. Nee, also das kannst du mit dem Controller, glaube ich, vergessen. Ich glaube, hierfür, wenn du das wirklich, die Slingshot benutzen willst im Combat, ne, also im Kampf, ich glaube, dafür brauchst du wirklich die Tastatur und die Maus, weil damit bist du viel schneller. Was ich hier gerade mache, ist halt echt, ja, dezent. Vor allem, weil es auch diese scheiß Y-Steuerung hat. Ah, Y-Achse, wie ich das nenne. Ich stelle mich an wie ein Vollidiot, lassen wir das einfach. Score 29, ich denke, das gibt nicht so viel. Ja gut, geil. Dankeschön, ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal dem Cringe-Display an und dann geht's für uns nach Hause. Ja, klar bin ich fertig, denn wir wollen natürlich heute auch mal unser Baby sehen, hallo? Achso, er fängt Channel. Ich hab gedacht, hä, was denn jetzt? Warum bleibt denn stehen? Aha, wartet. Also, mehr los. Du wirst doch meins bestimmt toll fehlen. Guck dir mal die Starfruit an und den Trüffel und den Trüffel und den Goat-Cheese und Blackberry und Ancient Fruit und alles andere. Das muss doch der Hammer, würde ich sagen. Komm schon. Ich hab gewonnen. Sag mir, dass ich gewonnen habe. Ich hab gewonnen. Nur. Achso. Gratulation, Liam, du hast den ersten Platz mit einem Rating von 96. Dein Preis sind 1000 Stantons. Naja, cool. Hat sich das doch auch wieder gelohnt. Also ich meine nur. Na gut, passt doch.
freut mich echt, jedes Jahr hier zu gewinnen. Ja, für uns geht's jetzt nach Hause, denn wir müssen noch gießen und mal das Baby angucken. Das ist so, ich weiß nicht, warum ich das heute früh voll vergessen habe. Das Problem ist, die letzte Aufnahmesession ist schon wieder 7 Tage her. Ja, und ihr kennt mich ja, ich bin nicht der Mensch, der wirklich nachguckt, was Sache war. Oh, Inventory full. Jo, das heißt wohl für uns keine getrockneten Sunflowers, denn wir gehen einfach nach Hause, meine Freunde. So, es ist 10 Uhr abends. Das heißt, schnellstens noch gießen. Ja, dann sind wir aber auch fertig für heute. Oh, die Jack-O-Lanterns. Also, wie gesagt, ich muss halt echt sagen, mich freuen diese Feste echt. Sie machen echt ein bisschen Spaß. Also, was heißt ein bisschen, machen eigentlich riesig Spaß. Aber ich persönlich empfinde es so, dass, naja, sie hätten irgendwie in die Feste Abwechslung bringen sollen. Also nicht jedes Jahr, weil, wenn man jetzt mal überlegt, wir haben letztes Jahr eigentlich schon wirklich alles durchgerockt. Und dieses Jahr gibt es jetzt nicht wirklich viele neue Sachen. Ich meine, klar, du kannst nicht wirklich was Neues machen. Aber es wäre so, wäre zum Beispiel schön gewesen, wenn es andere Attraktionen gegeben hätte. Mehr hätte es ja auch so machen können, dass es irgendwie random jedes Jahr andere Attraktionen gibt. Oder an Halloween zum Beispiel einfach das Labyrinth anders aufgebaut ist. Oder es vielleicht statt ein Labyrinth ein Geisterhaus ist, durch das du durch musst. Ich meine, ja, es ist entwicklungstechnisch ziemlich aufwendig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, aber das wäre halt so meine Idee gewesen, dass mir halt einfach so ein bisschen Abwechslung mit reinbringt. Ich glaube, ich sollte den Machi mal anschreiben, ob der das. Ja, ich denke nicht, dass er das. Ich glaube nicht, dass der sich für diese Sache interessieren wird, aber ich meine, man könnte ja wirklich an jedem Fest so ein bisschen was. Das Eierfestival zum Beispiel, die Eierjagd ist ja klar. An der Eierjagd kannst du nicht viel ändern, aber was man zum Beispiel an der Eierjagd ändern könnte. Wie wäre es, wenn man es einfach statt in der Mitte der Stadt in den Bergen macht oder so? Versteht ihr, was ich meine? Einfach an einer anderen Stelle, damit man jedes Jahr so ein bisschen was anderes zumindest hat. Und ich glaube, das wäre geil. Oder zum Beispiel das, es gibt ja so ein paar Feste, das ist ja so. Das Feast of the Winterstar Festival kannst du ja auch nicht wirklich irgendwo anders machen. Aber ich meine, da kannst du zum Beispiel in Schlittschuhläufen. Gib mir mal ganz kurz, da ist sie ja. Selina schläft. Naja, dann müssen wir sie morgen mal angucken. Habe ich heute ehrlich gesagt, ich bin ein schlechter Vater, aber ich heute ehrlich gesagt nicht mehr dran gedacht, dass die Kleine ja geboren wurde. Aber die Mutter war auch geil, einfach alleine auf dem Festival. Geil, aber gut. Ich würde mal sagen, wir, meine Freunde, sehen uns morgen.